Das ist krass. So, fang du schon mal an hier, schau mal. Nimm mal so eine Ding. Alter, was geht ab, Leute, Junge? Was? Aus Chongs Küche. Wir sind wieder am Start mit unserem Co-Stream. Alles klar. Okay. Tati macht heute Wraps anscheinend. Ja, Mann. Wraps, Avocado, bisschen Salat, kleines Dressing, Garnelenhühnchen. Oh, yes. So, Chong fängt schon mal an hier. Ja. Er tut jetzt die Garnelen mal längs halbieren. Chong, Sous-Chef. Dann marinieren wir den ein bisschen. Tati, ich möchte gegen dich ein Shokugeki. Oh mein Gott. Shokugeki. Shokugeki de anta o makashitara tadokoro no taigaku tori keshite kunnai suka? Sehr gut, Chong. Danke, Bruder. Aber schneid die nicht, gell? Kein Problem. Ich hoffe, du hast Pflaster zu Hause. Noch immer. Tot. Kopfzerletten. So, da haben wir 61% haben wir schon mal. So, dann schäle ich mal ein bisschen Knoblauch hier. Das ist das andere Messer. So. Knoblauch immer wichtig. Knoblauch immer wichtig, Freunde. Ja. Knoblauch, Zwiebeln. Na komm, ist euch ja eigentlich unser Video auf YouTube irgendwie zu sehen. Ja klar, tschüss. Echt? Das war letzte Woche. Ja? Yeah. Ja, schon. Echt? Ja. Yeah. Oh mein Gott, Alter, nicht, dass meine Mitarbeiter mich suchen. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Das ging an dich, glaub ich. Nein, ja, ging an mich. Ja, dann schon. Spaß. So, Freunde, ich hab's geschafft. Alles. Ich auch, glaub. Albert! Was war das? Er wollte auch kommen, oder nicht? Er hat deine Erlaubnis nicht bekommen. So, Alter, hat er sie gebraucht. Ein bisschen schon. Okay, Leute, ich habe eine Frage. Würdet ihr zu Chong kommen, zum Kochen jetzt, wenn ihr ihn schon ernst lange kennen würdet, oder bräuchtet ihr extra eine Erlaubnis von Chong? Er hat sogar nochmal zu gefragt. Ja, das ist ihn unglaublich. Er hat zweimal gefragt, gestern und heute. Ich hatte keine Zeit, Mann. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe morgen geschrieben, er ist gerade erst aufgewacht. Soll er doch kommen, das ist die Frage. Ich habe aber was mitgebracht. Ja. Mach einfach wie Milosch, Alter. Lass dich immer selber rein. Was für mich? Achso, ja, klar. Ja, du doch auch, Alter. Er kommt einfach aus der Wurst. Ja, er kommt genauso, Alter. Er sagt halt, ja, das passt, Alter. Ja, er kommt halt einfach. Wie lässt du ein bisschen Fugger? Ich sehe, ja, also, ja, ich komm vorbei. Ich sehe, okay. Jetzt wollen wir selber gesagt, komm vorbei, Alter. Hat er aber echt, weil er gestern noch gesagt hat. Ja. Oder hast du Olivenöl? Oder Öl? Oder ist es auch? Olivian Oil. Ja. Olivian Oil? So, ein bisschen. Olivian Oil. Immer diese Polare geschehen. Nochmal, erzähl nochmal, ich hab nicht aufgepasst hier. Und go! Also Garnelenhühnchen haben wir jetzt mariniert, die braten wir dann später an. Die soll ein bisschen durchziehen. Jetzt machen wir, viele machen, nehmen einfach eine Avocado und schneiden sie einfach drauf. Ja. Ja. Nein, langweilig. Ja. Ich werde jetzt einfach so eine Art Creme draus machen. Ja, mit ein bisschen Tomatenwürfel, ein bisschen abschmecken mit Limette. Ja, und dann streichen wir das schön drauf. Mariniert. Das ist richtig geil. So wie eine Art Guacamole eigentlich. Ja. So, da kann das... Ich kann auch mal einen Löffel machen. Ja. Aber ich arbeite mit den Händen. Ich liebe es. Das ist einfach hygienischer. Wenn man sich die Hände immer wäscht, dann, ja. Das ist man muss immer Kontakt zu den Lebensmitteln haben. Du musst die Natur fühlen. Immer Kontakt zu den Lebensmitteln. Immer der Desinfektionsspender hier. So, Chong, jetzt kannst du die andere machen. Okay. Du Sushi-Meister, oder? So. Du Legende, sagt man zu mir auch. Wie sagt man nur Kacke? Du Legende. Bist du Ding oder was? Bist du nicht mehr Grüner oder was? Nein, ich bin. Das war doch sein Spruch, oder? Nein.
Das ist von. So, jetzt macht die nächste da rein und dann zerdrücken mit einer Gabel, oder? Das ist von. Wie heißt das? How I Met Your Mother. Nein. Fuck, wie heißt der Film jetzt? Fast and Furious. Was? Fast and Furious kommt an eine Stelle, da steht. Ich bin eine Legende. Ja, da kommt so Legende. Und Toretto. Fast and Furious 5. Okay. Alles klar. Alles klar. Wie gut, dass sich keiner davon erinnert. Der Digga bei 10 Teilen oder so. Ich kenne alle auswendig. Ich kenne auch echt alle auswendig fast. Oder? John kann er das. Warum kann er das? Ja, geht schon. Natürlich kann ich das nicht. Warum denn nicht? Ja, lecker. Hast du irgendwas Scharfes hier? Habt ihr das gehört, Leute? Ich habe da was eingestellt im Stream. Das war, hatte ich so eine Idee. Also ich schaue eine, die hatte das auch. Es gibt ja Kanalpunkte auf Twitch und die kann man einlösen für Verschiedenes. Die meisten machen dann irgendwelche Aktionen, zum Beispiel voll langweilige Sachen, so Punkte einlösen und der Streamer muss dann sich dehnen oder irgendwas was. Wir hatten zum Beispiel Grüßen und so, Punkte einlösen, da gibt es ein Euda von uns und sowas. 1500 Punkte und Tatis Bauch wird gerieben und sowas. Also ernst geile Sachen. Und eine Streamerin, die schaue, die hat auch das mit dem Sound verknüpft und dann kann man zu passenden Situationen immer Punkte einlösen und dann irgendwelche Sprüche, Soundeffekte abspielen lassen. Passt bei uns natürlich perfekt mit saftig und leiden und sowas. Aber das Traurige ist halt, ey, die hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe sie gefragt, ey, wie sieht's aus, wie macht, kannst du mir dabei helfen, wie man das einstellt und so. Keine Antwort. Es hat nur so 4000 Follower auf Twitter oder sowas. Ich habe 2000 irgendwas, also sie hat nur ungefähr 1000, bisschen was mehr. Wo ich Twitter nicht mehr aktiv benutze. Instagram ein paar hundert nur. Und trotzdem gibt es von so einer nicht mal eine Antwort. Also so einer nicht böse gemeint, sondern nicht mal von solchen Leuten Antwort, die noch relativ klein sind. Also dementsprechend natürlich nicht von Mois. Ey, ich weiß nicht, was los ist, Mann. Keiner antwortet mir irgendwo. Zeige. Saftig, knaftig, Mann. Was laberst du, Mois? Möchtest du mal weiter? Das ist eine Action für euch, Leute, hier. Erstmal hoch und runter. Viele sagen nicht mit Olivenöl anbraten, okay. Aber es geht immer um die Hitze. Ja? Klar, wenn es zu heiß wird, dann sagen immer, es wird immer zu bitter. Aber ich arbeite gerne damit. Man muss ja nur mit der Temperatur aufpassen. Da merkt man sofort, diese Pfanne ist, die leitet die Hitze besser als die hier. Okay. Die ist schon sehr heiß, ja, das laucht schon. Das ist halt noch nicht sehr heiß. Das sieht man auch gleich, wenn man es jetzt reintut. Ja. Da hört man direkt. Ich habe jetzt hier mal runtergestellt ein bisschen. Aber es ist auch immer wichtig, mit Hitze zu arbeiten ein bisschen. Weil wenn man jetzt was reinmacht, was kalt ist, ja, geht die Temperatur runter und dann fängt es an zu kochen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja braten und kochen. Ja. Lecker. Ciao, ciao, Michael, weil das ist schön. Es ist soweit, Leute. Alles fertig vorbereitet. Jetzt können wir ihn selber bauen. Wir haben eine schöne Küche. Ja, Freunde. So, ich mach mal einen Vorfuhr-Rap einfach. Ja. Damit die Leute das mal checken. So, ein Teller her. Zack, der ist jetzt warm. Dann würde ich sagen. Jungs, ganz ehrlich, das schaut doch schon richtig geil aus, oder? Ja. So. Jetzt müsst ihr saftig einlösen.
Jetzt ist der Moment. Dann, Vorsicht, lassen wir mal kurz einen Salat. Hier, Dressing drauf. Die mariniere ich jetzt komplett. Ja, ist ja eh wurscht. Sorry, Leute. Hände müssen sein. Oh mein Gott, mein schönes Pulli, oder? Ich brauche beim nächsten Mal auch eine Schürze hier. Oh mein Gott, saftig, Alter. Ja, man merkt die saftig, Jungs. Saftig! So, hier, schön marinierter Salat. Ich finde es halt echt langweilig, wenn da irgendwie nur so ein Ding reinkommt. Ja, so. Ist der Salat drauf. Weiter, was wir am Tisch machen. Super soft. Sit so, jetzt ich hätte gerne ein paar Hähnchenstreifen. Könnt ihr mal ein bisschen Mozzarella drauf machen? Das ist halt zu spät, egal. Er hat's ja gleich fertig. Fertig, Freunde. Was so sieht's aus? Was? Fertig! Ja, ich esse halt nur eins mit Hühnchen. So, dann ja, entweder. Das ist meine Stimme. Ich hab's vorhin in der Früh aufgenommen zum Testen. Entweder einmal umklappen, wenn man es mit Messer und Gabel isst. Ja? Also so. Vergiss nicht. Das auf die Seite. Und so könnte man dann einfach dann essen. Zack, zack, zack. Ja, oder halt Ding, ist ja schon klar. Wie kein Zeug essen. Wie Roy Kuhn musst du machen. Ich esse meinen mit Messer und Gabel, Alter. Ja, okay, Alter. So, das ist meine Definition von einem Wrap. Ja, ja, seht ihr es? Ja, Freunde, ganz ehrlich, einfach lecker. Ja. Alle Komponenten sind gewürzt. Alles muss gewürzt sein, damit alles schmeckt. Mehr Salz. Ja. Und ja, wir lassen es gut gehen, Alter. So. John hat letztes Mal gesagt, letzte Woche, er hat immer Raps gesehen. Dann habe ich ihm gleich gesagt, ich mache es 100 Mal besser. Ja. immer diese Polarer-Geschichten. Ne? Ich liebe dir! Juros, der Kühlschrank, ich liebe dir auch! Danke, wir lieben dich auch, ja. So. Mehr wäre schon fern. Nee. Soll ja gedreht werden, es soll ja gedreht werden. Das muss ich mal. Ja, geht schon. Kannst auch so essen, musst du unten zumachen. Romantisch. Bevor es Sauerei gibt. So. Wenn das hier mal wieder dabei wart, ja. Wieso wart's? Ist doch nicht zu Ende. Beende den Stream nicht vorzeitig. Ja, Mann. Killer, zu viel, Alter. Gegen 6. Ja, Mann. Also ein Stern zu kochen ist echt. Ja, noch ein bisschen. Ist schon schwer. Ist echt geil. Aber wenn alles gut geht, Freunde, ja, jetzt mach ich nächstes Wickel. Jahr bei The Taste mit, oder? Oida! Wo ist das? Was war das? Das ist diese, so eine Kochsendung. Jetzt schon Wickel. Ja, oh, wer Wickel. Auf, was ist das? Einsparen? Perfekt! Wie perfekt gedreht. So, Leute, hier. Saftig! Oh mein Gott, John macht auch Surf und Turf, oder? Genau. Ja, perfekt. Wow! So, Jungs, seht ihr das? Mein zweiter. So mit Chicken. Oh mein Gott, man könnte auch so eine Wrap Pizza machen, oder? So, probieren wir mal. Nochmal Strom verschwenden, Alter. Oh. Genauso saftig. Bitte. Wie fandest du es? Du bist der Judge, du bist dieser Schiedsrichter von dem Shogiki. Es war sehr lecker. Es hat eine richtig schöne Würze gehabt. Die Shrimps und Salat, alles perfekt abgestimmt. Ich muss sagen, Tati hat richtig gut gekocht. 5 Sterne verteile ich. Ein paar Leute wollten sehen, wie wir die Koko-Bestellung machen. Diesen Monat auch ein bisschen anders. Erstmal
Kuss geht raus an alle, die uns supportet haben, ja, dass wir überhaupt eine neue Box bekommen. Vielen Dank, Mann. Ohne Scheiß. Gönnt euch Rabattcode super saftig. Und diesmal ein bisschen anders, deswegen bestellt Tati, weil wir wollen noch ein paar Sachen kochen mit den Kogo-Sachen. Deswegen checkt er mal ab, was es so gibt. Aber er hatte schon ein paar Sachen im Auge. Ja, Mann. Aber dann natürlich auch was zum Snacken, das auch, nicht nur zum Kochen. Eben. Ein paar snackhafte Sachen von Kogo, natürlich muss sein. Ich muss ehrlich sagen, ich finde immer wieder was Neues da drin, Leute. Das ist unglaublich. Aber die aktualisieren ja das Sortiment auch voll oft. Ja, das ist echt heftig. So oft kommen neue Sachen rein. Also was ich auf jeden Fall machen möchte nächste Woche ist euch zum Beispiel einfach Nudeln, also Nudeln, jetzt nicht irgendwelche Nudeln, sondern es gibt, die haben verschiedene Nudeln, wie zum Beispiel geile Kichererbsen-Fusilli, ja, Kichererbsen-Fusilli, ja, ja, habe ich noch nie irgendwo gesehen, ja, ist relativ teuer, da kostet das Kilo 9 Euro, ja, aber ich glaube, das hat halt was und das würde ich gerne mal probieren, ja. Dazu müssen wir halt natürlich irgendeine Soße machen und die haben auch leckere Pestos, die habe ich schon selber mal probiert zu Hause. Die sind echt gut. Da nehme ich auch irgendwas rein. Und dann würde ich sagen, ja, ist halt die Frage dann. Was mir auch noch sehr interessiert ist, sind diese Falafel, die Falafelmischung. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo einen Adventskalender. Ja, ja, auch Adventskalender. Das wäre auch noch perfekt, wenn wir den noch holen für jetzt dann. Ja, die müssten wir eigentlich echt holen, Mann. Ja. Ja. Das wäre echt. Aber der nice. Sprengt, glaube ich, auch schon das Budget. Also der ist, glaube ich, auch schon. Naja. Wie viel kostet der? Müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal. Jetzt wartet jetzt mal, Jungs, ganz kurz. Ey, die haben so viele krasse Sachen, ohne Scheiß. Unglaublich. Auch ist nicht zum Kochen, auch zum Backen und so. Unglaublich viele Sachen drin. Verschiedenste Art und Weise. Ja, alles Videoqualität. So, jetzt haben wir hier ein Pesto Verde. Also sprich ein grünes. Das ist sogar vegan. Oder es gibt auch ein rotes Pesto. Und ich tendiere eher zum roten Pesto. Oh, yes. Wenn ich das jetzt irgendwo finde. Das müsste aus getrockneten Tomaten sein. Hier auch verschiedene Öle, Mann. Unglaublich. Arganöl, Kürbiskerne. Ich möchte übrigens betonen, jedes Mal, wenn ich jemandem etwas Spezielles gebe, dessen Leistung sinkt danach drastisch ab. Ich habe Nico diese Apfel-Zimt-Dinger gegeben. Er ist danach nie wiedergekommen. Ich habe Bargisch das Öl gegeben, ja. Danach Leistung richtig tot eigentlich. Außer ich, Alter. Ja, Mann. Ich bin immer am Start. Ich bin nicht mehr am Start, ich habe Werbung gemacht. Man darf den Leuten nie das geben, was sie wollen, weil danach sind sie weg. Ja, Mann. Mila schaut auch schon, will auch immer bestellen, wenn er Bock hat. Buchweizennudeln, Dinkelnudeln. Jungs, wenn ihr auch eine Allergie habt gegen Weizen oder irgendwas, ja, da könnt ihr euch alles holen, Mann, ja. Rote Linsenfusilli. Ends geil. Grüne Erbsenfusilli. Alter, leck mich am Arsch. Alter. Da hier Falafel. Ist auch nicht so teuer. 7,50 Euro. Müsste relativ ergiebig sein. Ja? Die hauen wir jetzt auch rein. Also, ich habe jetzt drinnen, Freunde, ich habe jetzt drinnen Bio-Kichererbsenfusilli. Bio-Falafel-Mischung. 1 Kilo. Pesto Verde. 180 Gramm ein Glas. Und Pesto Rosso Vegan. 180 Gramm ein Glas. So, das sind jetzt die vier Sachen, die echt gut wären, was wir machen könnten. Und ja, das sind jetzt sind wir bei 36 Euro. Dann schauen wir uns mal an, wo das Ding ist. Wo war denn, könnte man das Ding finden eigentlich, sagen wir mal. Startseite, glaube ich, oder Specials oder sowas. Ah, hier, Adventskalender einfach. Oh. So, da gibt es einen Adventskalender von Koro. 1 für 40, also 39,50 und 1 für 44,50. Passt das noch in unser Budget? Ja, ich bin jetzt bei 30 Euro. Also ich habe jetzt mal das für 39 angeklickt. Was ist jetzt da drin? Vegane Weihnachtszeit. Okay, vegane Weihnachtszeit. Und das andere wäre ein bisschen teurer, aber. Ja, die 5 Euro. Aber echt. 44. Immer das Teure nehmen, oder schon? Immer das Teure. Neues immer. Oh mein besser. Gott, das schaut schon richtig nice aus, oder? Oh, ja. Also das hauen wir rein. 44. Snack Attack heißt es, oder? Oh, der Snack Attack! Das perfekt für uns, Mann.
Oh mein Gott, hier, in den Warenkorb. Also eine heißt, eine ist vegan, ist billiger und das andere ist Ding. So, jetzt habe ich, das haben wir alles drin. Für 75,46. Das heißt, wir können auch snacken. Wir können auch was snacken, oder? Ich kauf bitte nochmal Apfelzimt, aber diese Apfelzimt-Dinger, die Nico hatte. Diese Dinger? Okay, warte. Davon haben wir eins wenig probiert. Ja, er hat gar nicht alle mitgenommen. Apfelstücke mit Zimt waren es, gell? Genau. Okay. Das passt perfekt, oder? Echt jetzt? Ich glaube schon. Warte. Das passt perfekt. 98,49. Alter. Perfekt. So, wir haben gerade ein bisschen gechillt. Nice. Livestream. War wieder Monitor super saftig mit euch. Kannst du deinen kleinen spannender Anime-Talk. Jetzt muss ich noch die Sachen aufnehmen. Für Ding. Ich glaube, die kann das gut. Mit dem super saftig. Sprich das mal bitte ein. Soll ich sagen, oder? Ja, warte. Dann hier Recorder. Drück dann einfach hier drauf und dann. Aber draufbleiben, oder? Nee, nicht draufbleiben. Nur drauf. Einmal draufdrücken, ja. Alter, super saftig. Probier einfach ein paar mehr, ich schneide dann das Beste raus. Echt geile Idee. Super saftig. Richtig saftig. Das ist eigentlich mit O geschrieben. Super saftig. Ja, Mann, das war, glaube ich, der Beste. Super saftig. Wieso ist nächste Woche einfach? Ja, da machen wir doch die Nudeln und dann vielleicht ein paar Falafel, oder wenn Kodo bestellt wird. Ach so, Kodo bestellt, ja, ja, ja. Da ist relativ einfach. Nächste Woche fettes Opening. Geil. Geil, geil, geil. Ja, Mann, ich freue mich. Mal was anderes von Kodo. Nicht nur Snacks, sondern mal was Herzhaftes. So ist es. Also, Kodo hat viel zu bieten. Rabattcode, super saftig. Ja, Mann. Nutzt es, bestellt's. Verabschiedung für die Kamera. Ja, Mann. Genau wie letzte Woche enden wir den Vlog hier. War lustig, wieder ein chilligen Tag mit den Jungs. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Hat mich sehr gefreut, vor allem im Livestream. Support ist krass momentan. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Serious Business, zieht euer Ding durch und ciao.